Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute präsentieren wir Ihnen eine Partie aus dem Squad Battles Modus. Könnte eine klasse Partie werden. So ein Squad Battles Spiel hat natürlich immer wieder eigene Gesetze. Das haben wir nicht alles erlebt. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Ein Modus, bei dem man mit allem rechnen muss. Da sind Mitspieler frei. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Hector Bellerin. Viel Platz jetzt auf außen. Er kann es machen. De Tomas. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Zweikampf jetzt. Da ist der Ball weg. De Tomas. De Tomas. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Zieht einfach mal ab. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Rafael Leao. Da wäre die Chance über außen. Und klasse durchgesetzt. Sie bringen den Ball in die Mitte. Er spielt den Ball raus. Schöner Pass. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Milito. Schöner Pass jetzt. Angel Correa. Schön zugemacht, sie unterbinden diesen Angriff. Ganz klar, da war er mit der Hand am Ball, Elfmeter. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Da ist er drin, der Elfer. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Ja, da ist Platz jetzt. Schöne Bewegung. Angel Correa. De Tomas. Angel Correa. De Tomas. Die Defensive steht. Gute Aktion. Ball weiter im Spiel. Reynoso. Chance zum Konter jetzt. Jetzt ist er durch. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. De Ligt verliert den Ball. Eva Banega. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Die Ecke kommt rein. Da oben, der vorne den Ball. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Gut durchgesetzt. Banega. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung.
Und da musste er auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Er geht dazwischen. Toll gehalten in dieser Szene, das wäre die Führung gewesen, aber da zeigt er sein ganzes Können, er ist unüberwindlich. Nicht im Aus, gut gemacht, das könnte gefährlich werden. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Gute Aktion. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Er ist frei. Da haben sie die Führung. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Es geht weiter mit diesem Rückstand für City. De Tomas. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung ja ausbauen. Ecke wird kurz ausgeführt. Sie haben geklärt. Setzt sich da schön durch. Banega am Ball. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. De Tomas. Und jetzt hat er den Ball. Banega. Milito. Die Chance auf den Konter. Jetzt haben sie den Ball. Ah, da wäre jetzt Platz. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Die kurze Variante. Matthijs de Ligt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nach dieser Ecke gelingt es ihnen nicht, den Ball rauszuhauen. Es ist gefährlich, es bleibt gefährlich. Wir gucken nochmal auf die Wiederholung. Ja, und so passiert dieser Treffer. 3-1 heißt es also jetzt. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Da ist er alleine durch. Ederson hält. Schaut gut aus, aber sie müssen weiter. Die zweite Spielhälfte beginnt. City liegt hier zurzeit hinten. Und nun Banega. Hector Bellerin. Kalenari. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Da ist die Chance. Phänomenal! Ohne Worte! Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Gehalten! Ederson macht die Chance zunichte. Er geht dazwischen. Er verteidigt den Ball. Gefährlich jetzt. Unglaubliche Parade. Es wird jetzt hier gewechselt. Jetzt Eckball. Der Ball kommt rein, aber der Torhüter kann ihn abwehren. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter.
Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Platz auf außen. Er hat Platz zum Flanken. Was macht er draus? Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Aber die Pelé. Eva Banega ist das. Abedi Pelé. Jetzt Firmino. Angel Correa. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Sie wechseln also aus. Sie holen sich den Ball. Toller Pass. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Der Thomas. Der Angriff könnte was werden. Niemand kommt an den Ball. Aber die Pelé. Aber die Pelé. Roberto Firmino. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. De Thomas. Er spielt zu De Ligt. Die Chance hier. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. De Ligt. Stark gearbeitet. City jetzt mit Platz auf dem Flügel. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Gute Chance. Ist es das? Super Tor. Und auch ein klasse Konter. Genauso macht man das. Genauso will das der Trainer sehen. Da haben sie ihr Tempo ausgespielt, ihre Übersicht und ihre Kaltschnäuzigkeit. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Matthijs de Ligt. Jetzt ist der Platz da. Der ist drin! Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Der Ball ist draußen, da haben sie ihn gut gestört. Und er pfeift dann doch noch ab, genau richtig reagiert, denn aus dem Vorteil wurde doch nichts. Sie könnten jetzt flanken. De Ligt. Chance für Correa.
So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Sechs Minuten haben wir hier noch. Das ist ein vielversprechender Pass. Gelson. Firmino. Gehalten! Ederson macht die Chance zunichte. Ecke kommt rein. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Könnte was werden, guter Pass. De Thomas. Da ist die Chance. Das Tor muss er machen. Er macht ihn rein, da war alles offen. Da haben sie ihn geradezu zum Toreschießen eingeladen. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal zwei Minuten drauf. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Ball geht an den langen Pfosten. Er ist da und hat den Ball. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen.